kompensieren, dass er nicht ganz so hoch wegfliegt und verliert nur einen Zehntel in der Landung mit dem kleinen Korrekturhüpferli. Und sie hat brilliert. Vor allem auch mit dem Auftakt landet und springt gerade wieder auf. Wirklich herrlich gewesen. Und auch das hier absolut perfekt. Man darf wahrlich gespannt sein auf die Benotung von Melnikova an diesem Gerät, an dem die 14-Punkte-Marke so schwer zu übertreffen ist. Ignatieff, klasse Auftritt am Swiss Cup, wirklich, das geht alles auf. Und Melnikova wird mehr als 14 Punkte bekommen, also wirklich, die hat einen super Vortrag am Balken. Ist alles flüssig gewesen. Hat mehr Schwierigkeiten drin gehabt, wie noch die Venezuelanerin. 14-3! Ja. Dazu 14-7 von Ignatieff und Schweiz 1 ist gefordert. Logisch übernimmt Russland damit deutlich die Führung vor.